Dazu laden wir das Kampfgericht vorstellen. Wir haben Bernd Fuhrmann, Walter Teichmann, Peter Lauer, Werner Kitzenmeier, Lothar Weiß, Anka Wagner, Joachim Bräuning, Christian Scheuer und Josef Kepler. Und nun mit Stadtnummer 1, Klaus Zimmermann aus Leimann für die Fitness- und Gymnastikschule Scherz. Direkten Vergleich zur Bühne, zum sogenannten Coast Down.
dazu den Kampfrichter um besondere Aufmerksamkeit bitte. Die Aktiven etwas weiter nach vorne treten. Dankeschön. Und wir machen zur ersten Lichtpose. Doppel-Bizeps. Latissimo. Thank you.
der nächste Stadtname, die Stadt Nummer 11, dürfte hier im Großraum auch nicht unbekannt sein. Joachim Pitzelmeier aus Oppersheim, aus Pitzelmeier Bergdorf. Durchgeführt vom Hessischen Landesverband unter Leitung von Walter Block.
Junioren, Juniorinnen und over 40, also über 40-jährige Senioren, haben wir wiederum in Deutschland die Weltmeisterschaft. Und nun mit Startnummer 15, Thomas Laumann für Yusufs Galaxy. Bauch, Beine.
Kilogramm Körpergewicht. Stefan Ross aus Dielheim für das Sportstudio Förderer. Let's go.
steht von der ersten Minute, der hat es verdient. Auch ein großes Dankeschön des Baden-Württembergischen Landesverbandes zu erhalten. Stopp. Etwas nach rechts ausrücken. Einen Schritt nach vorne gehen. Und die erste Pflichtpose, Doppelbizeps. Seitliche Brustpose. Rücken, Doppelbizeps. Latissimus. Eine Minute freies Posing, Zeit läuft. Hier stimmt, dann müsste jetzt ein erster besonderer Höhepunkt für Sie parat stehen. Eine junge Dame, die viele von Ihnen kennen, die lange Jahre schon unserer Sache treu ist und ich glaube, sie hat es verdient und hat schwer darum gekämpft. Sie ist die amtierende Juniorinnen-Weltmeisterin, Lokalmandatorin hier für Sie, Cornelia Giura, ein Name, den Sie nicht vergessen dürfen. I'm
Und Sieger konnte nur einer werden. Heute haben sich die Kampfrichter für die Nummer 3 entschieden. Die Nummer 3, Andreas Schäfer aus Mittelmeier, Frankfurt. Klaus Zimmermann aus der Sportschule Scherz, Frank Sachs von Kettler und Müller und Andreas Scherzer aus Kittelmeier-Kartor. Die Großen als Großen, die gehalten für die Presse. Lothar, vielleicht noch mal kurz dazu. Die Presse soll wirklich Gelegenheit haben, Top-Bilder zu machen. Dankeschön den Junioren bis 70 Kilogramm. Die ersten beiden gelten automatisch als qualifiziert und ich würde jeder Klasse eigentlich raten, auch den dritten, sich einigermaßen in Form zu halten für den Wettbewerb am nächsten Freitag und Samstag. Sollte einer ausfallen, werden wir selbstverständlich den Drittplatzierten nachrücken lassen. Deshalb für alle Klassen jetzt schon der Hinweis, wer heute nicht unter den ersten zwei ist, hat noch lange keine Chance, sondern wir haben für den Eventualfall vorgesorgt. Wir werden den Drittplatzierten für uns nachrücken lassen, wenn jemand ausfällt. Dankeschön. Und wir kommen zur Siegerehrung der Juniorenklasse 2. Die Juniorenklasse 2 auf dem sechsten Platz, die